30 Jahre Jugendarbeit im Südpol, einem Angebot vom Jugendhaus Leipzig e.V., das Streetwork und das Leipziger Jugendwohnen vereint. Aus diesem Grund trafen sich am Dienstag die Mitarbeitenden, die anschließend gemeinsam durch den Leipziger Süden radelten. Der Südpol ist ein Angebot im Leipziger Süden. Da kommt wahrscheinlich auch der Name her, vermutlich ganz stark. Ich weiß es auch. Und wir arbeiten seit 30 Jahren für junge Menschen im Leipziger Süden, bieten Hilfe und Unterstützung an. Vielleicht als Start, wir haben begonnen in der Stöckertstraße mit einem besetzten Haus, haben das mit legalisiert und uns um die Jugendlichen gekümmert, haben seitdem aktiv in Konnewitz gearbeitet und ist immer weiter ausgebreitet im Leipziger Süden. Also in Lösnich gearbeitet, Dölitz-Dösen mit mobiler Jugendarbeit, also mit Streetwork vor Ort und das Leipziger Jugendwohnen. Also das Wohnen, Angebote für junge Menschen zu schaffen, war uns immer sehr wichtig. Beziehungsweise das Leipziger Jugendwohnen ist aus dem Projekt Südpol erwachsen, sozusagen als zweites Standbein zur mobilen Jugendarbeit und jetzt Leipziger Jugendwohnen. Als Jugendhilfeträger im freien Bereich werden wichtige Entscheidungen basisdemokratisch getroffen und es wird versucht, die Jugendhilfeangebote stetig weiterzuentwickeln und auszubauen. Als Basis für eine gute Zusammenarbeit sehen die Verantwortlichen Transparenz, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und die Berücksichtigung der Interessen aller. Die Bedeutung mobiler Jugendarbeit ist sehr groß, allerdings stehen auch manchmal Hindernisse im Weg. So als begleitetes Wohnangebot, also keine stationäre Hilfe, auch keine teilstationäre Hilfe, sondern wirklich Wohnraum anzubieten für junge Menschen und die in ihrem eigenen Wohnraum zu unterstützen. Und das war lange seitens der Stadt so nicht vorgesehen, nicht gewollt. Und wir haben wirklich, das ist wieder das Schöne, dass wir als Team, als Verein wirklich lange dafür gekämpft haben, dass das irgendwann finanziert wird. Aber dieser lange Weg war nicht schön. Und das ist auch schade, weil als es soweit war, dass seitens der Stadt das auch gesehen wurde, wie wichtig Jugendwohnen für junge Menschen ist, Wohnen mit Unterstützung, waren eigentlich die guten Wohnungen schon vergeben. Das heißt, die Chancen waren so ein Stück weg, preiswerten Wohnraum zu finden, weil inzwischen Leipzig dann als Boomtown auch durch die Decke ging und die Mietpreise gestiegen sind. Es war schön, dass es uns noch gelungen ist, dass wir jetzt sozusagen zwei Häuser in Leipziger Jugendwohnen anbieten und über 16 Wohnungen für Jugendliche anbieten können, aber es braucht einfach noch viel mehr. Das weiß die Stadt inzwischen, die geht diesen Weg, aber jetzt ist es natürlich sehr schwer, dort Wohnraum zu finden für junge Menschen. Auch in Zukunft wird Südpol für Jugendliche in schwierigen Lebenslagen ein wichtiger Anlaufpunkt bleiben.